Hallo, liebe Kinder. Hallo. Hallo. Ui, Drago hat was mitgebracht. Ich möchte, dass du mir wieder ein Buch vorliest und den Kindern. Oh, Drago hat ein Buch mitgebracht, damit ich es euch vorlesen kann. Ist das nicht toll? Das ist ein ganz tolles Buch. Ganz bunt. Lauter Farben. Oh, lauter Farben. Wie schön. Ja, Farben kennen wir ja auch ganz viele. Und Farben spielen in der Tat bei diesem Buch eine große Rolle. Schaut mal, wie bunt das Buch hier vorne drauf ist. Das Buch, ja, guckt mal da, ganz bunt. Ja, ganz bunt, Drago. Das Buch heißt Elmar und seine Freunde. Und Elmar ist ein Elefant. Richtig, Drago. Du bist ganz schön vorlaut heute. Ich freue mich so. Ach so, ja. Elmar ist ein Elefant. Und Elmar ist ein ganz besonderer Elefant, denn er ist nicht grau, so wie die anderen normalen Elefanten. Nein, Elmar ist kunterbunt. Genau, er ist bunt. Das heißt, er ist nicht einfarbig, sondern hat viele Farben. Ich bin nicht bunt. Ich bin grün. Aber der Elmar, der ist bunt. Genau. Und zwar, was für Farben siehst du denn da? Ganz viele, Frau Tipp, ganz viele. Also, ich stelle das Buch mal hin. Dann können wir zusammen gucken. Was siehst du? Ich sehe pink. Das sehe ich auch. Da ist pink. Ich sehe grün, wie ich. Ja, da und da und da und da ist grün. Ich sehe gelb, so wie meine Haare. Stimmt, da ist gelb, gelb, gelb. So wie deine Haare. Dann bist du doch ein bisschen bunt. Aber nur ein bisschen. Und ich sehe blau. Ja, richtig. Da ist blau, blau, blau. Und lila. Oh ja, lila ist auch dabei. Wie schön. Lila, lila und lila. Der Elmar ist wirklich ein ganz, ganz bunter Elefant. Rot, rot. Wie mein Mund. Ganz rot. Stimmt. Rotes Bein. Ein rotes bisschen am Bauch. Am Ohr ist er rot, der Elmar. Ein sehr bunter Elefant. Und jetzt lese ich euch die Geschichte vor. Es geht um Elmar und seine Freunde. Elmar hat viele Freunde. Und ihr werdet sehen, auch die sind ganz schön bunt. Denn es sind andere Tiere. Und jedes Tier sieht ein bisschen anders aus. Drago, dich nehme ich wieder in den Arm, damit du gut zuhören kannst. Dann wollen wir mal Elmar und seine Freunde. Hallo Elmar, du bist der klügste, der schlauste aller Elefanten. Gehst du gerade deine Freunde besuchen? Hallo Zebra, schaut mal hier, da ist das Zebra. Du bist am schönsten gestreift. Ja, das Zebra hat schwarz-weiße Streifen. Hallo Giraffe. Keiner ist größer als du. Die Giraffe, die ist ganz groß, denn die hat einen ganz langen Hals. Hallo Schlange. Die Schlange. Du bist länger als alle anderen. Ja, die Schlange ist ganz lang. So lang bis dahinter. Noch länger ist die Schlange. Ganz lang ist die Schlange. Hallo Känguru. Das Känguru ist Elmars hüpfender Freund.
denn Kängurus können ganz hoch und weit springen. Hallo Maus, du bist die kleinste von allen. Die Maus ist ganz klein. Dagegen ist der Elmer, der Elefant, ganz groß. Hallo Löwe, du brüllst am lautesten. Und hallo Eule, du bist Elmas schlaue Freundin. Hallo Eisbär, du bist so weiß wie sonst keiner. Und hallo Leopard, du hast die meisten Punkte. Ganz viele Punkte sind auf dem Fell vom Leopard. Elmas Freunde sind sehr verschieden. Das bedeutet, die sehen alle anders aus. Jeder Freund von Elmar ist besonders und sieht ganz besonders aus. Und doch haben alle seine Freunde Elmar lieb. Die Maus hat Elmar lieb, die Eule, das Zebra, die Giraffe, die Schlange, der Eisbär, der Löwe, der Leopard, das Känguru. Alle haben Elmar lieb und alle sind miteinander befreundet, auch wenn sie so unterschiedlich sind. Na, Drago, hat's dir gefallen? Ich mag die Geschichte von Elmar. Der Elmar hat viele Freunde. Weißt du noch welche? Lass mal überlegen. Da war das Zebra, gestreift, schwarz und weiß. Gut aufgepasst, Frau Tipp. Ja, da war die Giraffe mit ihrem langen Hals. Jetzt bist du mal dran. Da war die Schlange, die lange Schlange. Ja, stimmt, genau. Wer war denn dann noch? Die kleine Maus. Ja, die kleine Maus. Und der Leopard. Oh, der mit den Punkten. Den mag ich. Wer noch? Der Löwe. Oh ja, den hätte ich fast vergessen. Der laut brüllende Löwe. Genau. Ja. Und dann kam noch der Eisbär, der weiße Eisbär. Ja, der Eisbär. Und wen hatten wir noch? War da noch jemand? Komm, wir gucken noch mal schnell auf der letzten Seite nach. Oh, die Eule haben wir vergessen. Da sitzt sie. Da ist die Eule. Tatsächlich, die kleine Eule, die hatten wir vergessen. Das sind alle Tiere, die mit Elmar befreundet sind. Und damit verabschiede ich mich für heute mit der Geschichte von Elmar und seinen Freunden. Ihr könnt ja mal ein Bild malen von euch und euren Freunden. Das wäre schön zu sehen, mit wem ihr so befreundet seid. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich möchte auch aufs Bild. Malt mich mit dazu. Das ist eine super Idee, Drago. Dann macht es mal. Ich grüße euch und bis bald. Tschüss, liebe Kinder. Bye, bye.